Klos. Ohne Musi glaubt es mir, wär nix zwischen dir und mir. Ja, die Musi macht uns froh. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Der Winter hat uns endlich verlassen und der Frühling steht vor der Tür. Die Sonne verwöhnt uns auch schon wieder und ich lege noch einen drauf, ich bringe noch gute Musik mit und ein paar kleine nette Geschichten von einem romantischen Ferienort im wunderschönen Salzachtal. Oh, ich sehe schon, unsere Musiker sind schon ganz nervös, die wollen jetzt anfangen. Ich möchte sie auch nicht länger auf die Folter spannen, also von mir aus kann es losgehen. Ich wünsche Ihnen, wie immer, gute Unterhaltung. Erst wenn die Hölle
schon absehbar. Bereue ich es wirklich? Nein, ich bereue wirklich nichts. Wir waren kurzzeitig verliebt, doch wollten so viel mehr vom Leben. Kurzzeitig verliebt, so manches ändert sich halt eben. Ja, die anderen haben recht behalten, das mit uns hat nicht lang. Zuschauer, Sie wissen es ja, heutzutage kann man sich im Internet ja über alles Mögliche informieren. Wenn Sie zum Beispiel Lust haben, ein paar Tage irgendwo hinzufahren mit Ihrer Familie, ein Mausklick und schon haben Sie über den Ort, den Sie sich ausgesucht haben, die allerbesten Informationen. Aber ich finde es wesentlich schöner und auch interessanter, wenn ein Bürgermeister eines Ortes seinen wunderschönen Ferienort bei uns hier, wenn die Musik kommt, live im Fernsehen vorstellen kann. Und wie gesagt, neben mir steht der Bürgermeister Johann Schild. Ich begrüße Sie ganz herzlich in unserer Sendung, wenn die Musik kommt. Ich freue mich sehr, Sie in Fridolfing bei uns auf unserem wunderschönen Dorfplatz bei dem herrlichen Wetter begrüßen zu dürfen. Für ganz Fridolfing ist es eine große Freude, Sie als Gast empfangen zu dürfen. Ja, ich habe es schon gesehen. Straßen sind gesperrt worden, alle für uns. Ja, wunderbar. Wir können so richtig loslegen hier. Und vom Wetter her, also da kann man wirklich nicht meckern. Das ist ja wirklich einwandfrei. Waren Sie das, ja? Ja, man tut, was man kann. Man kann natürlich nicht alles erledigen, aber so kleine Dinge, das machen wir für Filmteam natürlich selbstverständlich mit. Ja, das ist aber bei uns wichtig. Wir wollen ja nicht nur Musik machen, wir wollen ja unseren Zuschauern, Ihnen natürlich, auch ein bisschen von der Landschaft zeigen. Und wenn es da schönes Wetter ist und die Sonne scheint, ist natürlich doppelt schön für so einen Ort. So, lieber Bürgermeister, ich habe mich natürlich hier schon ein bisschen im Alpenvorland umgeschaut, aber Sie können doch mit Sicherheit besser unseren Zuschauern erklären, wo wir denn überhaupt sind. Wo liegt denn überhaupt Fridolfing? Ja, Fridolfing ist eine Gemeinde im Landkreis Traunstein, im sogenannten Rupertiwinkel. Der Rupertiwinkel ist unnah von der Domstadt Salzburg auf österreichischer Seite. So, wie gesagt, ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut. Also das ist alles hier ländlich, alles sehr bäuerlich. Was zeichnet diesen Ort aus? Was gibt es eigentlich hier speziell noch zu bestaunen? Ja, Fridolfing ist natürlich sehr vielseitig. Auf der einen Seite ist natürlich der Tourismus wichtiger Einnahmezweig. Aber auch vor Ort haben wir zum Beispiel den Fridolfinger See, der sowohl im Sommer wie auch im Winter äußerst beliebt ist und gerade im Sommer mit den herrlichen Anlagen für die Kinder von groß und klein wirklich hervorragend angenommen und benutzt wird. Alle Frauen, weit und breit, warten voll Sehnsucht auf die Sommerzeit. Denn dann sitz ich wieder völlig cool bei uns im Freibad am Swimmingpool. Rieme ich mich da ganz langsam ein, wollen sie mir dabei ganz nahe sein. Und ich kann sie verstehen. Ja, ich bin ein Sommertraum, groß gewachsen wie ein Baum, braun gebrannt und muskulös, da wird selbst die bravste Frau nervös. Ja, ich bin ein Sommertraum, viel zu schön, man glaubt es kaum, alle sind in mich verliebt, freut sich, dass es sowas gibt. Ich hab wieder hart trainiert und meinen Body richtig definiert. Denn einen Körper, so wie ein Bär, kriegt man nicht einfach von ungefähr. Doch wenn ich dann ihre Blicke seh, heiß und begehrlich, dann denk ich, hey, es hat sich voll gelohnt. Ja, ich bin ein Sommertraum, groß gewachsen wie ein Baum, braun gebrannt
zu schön, man glaubt es kaum. Alle sind in mich verliebt, freuen sich, dass es sowas gibt. Sommertraum, groß gewachsen wie ein Baum, braun gebrannt und muskulös, da wird selbst die bravste Frau nervös. Ja, ich bin ein Sommertraum, viel zu schön, man glaubt es kaum. Alle sind in mich verliebt, freuen sich, dass es sowas gibt. Verliebt, freuen sich, dass es sowas gibt. Ja, und ist ja auch so, Fridolfing liegt ja geografisch so günstig, dass man also von hier aus mit dem Auto gar nicht weit fahren muss, um Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Welche gibt es denn da? So in, ich sag jetzt mal so in 20, 30 Kilometer im Umkreis. Ja, also von daher liegt Fridolfing, also wie Sie schon erwähnt haben, sehr, sehr zentral. Angefangen von dem Chiemsee mit Schloss Herrenchiemsee, dann gleich die Chiemseer Alpen, die Berchtesgadener und die Salzburger Alpen unmittelbar vor der Haustüre, die Domstadt Salzburg in unmittelbarer Nähe und natürlich nicht zu vergessen der Königssee mit unseren ja, höchsten Bergen in unserem Bereich, mit dem Watzmann. Ja, glaube ich, also besser kann man es gar nicht erklären. Das steht alles nicht im Internet, das hat der Bürgermeister alles so im Kopf. Aber wie schon gesagt, ich habe mich hier schon mal ein bisschen umgeschaut und soll ich Ihnen mal was sagen? Ich habe die Einwohner gezählt. Ich kam auf 4.100 und ein paar zerquetschte. Stimmt das so einigermaßen? Ja, Sie haben sich da sehr gut erkundigt. Das stimmt sogar sehr genau. Die ganze Nacht habe ich geopfert. Also ich denke, ich hätte es nicht so genau gewusst wie Sie. Aber wenn Sie das sagen, dann wird es genauso richtig sein. Nehme ich auch mal an. Ja, und von den 4.150 Einwohnern, nachdem wir ja sehr ländlich geprägt sind, gehen natürlich auch sehr, sehr viele von denen sonntags immer in unsere große Kirche, den sogenannten Dom des Rupertiwinkels. Und der hat noch einen Beinamen, der soll ein ziemlich großer Dom sein und... Ja, das ist ja die größte... Deutschlands größter oder wie war das? Europas größter? Europas größte Dorfkirche ist es, die wo 1893 errichtet worden ist. Europas größte Dorfkirche in einem Ort mit 4.150 Einwohnern. Ist ja unwahrscheinlich. Also das muss ich sehen. Lieber Herr Bürgermeister Schild, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Gemeinde alles Gute. Ich bedanke mich auch recht herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen nur einen schönen Aufenthalt bei uns im schönen Fridolfing. Wunderbar. Und wir gehen jetzt in die Kirche. Noch immer sehe ich sein Gesicht. Gewalt und Alkohol beugt er nicht. Sein Motorrad war noch nie neu an diesem Samstag im Mai. Niemand weiß genau, was geschah. Da war ein LKW plötzlich da. Er hat es nicht geschafft und verlor sein Leben an die Nacht. Er war erst 18 Jahre und hatte schwarzes Haar. Und für uns Mädchen war er einfach wunderbar. Und er hieß Angelo. Er war mein bester Freund. Allein nach Haus und ich konnt's nicht verstehen, für mich war alles aus. Wo war du, Angelo? Er war der Nachbarjunge, den man gerne mag, und viel zu früh kam für ihn dieser eine Tag, wo er die Sonne morgens nicht mehr sah.
Angelo. Er war mein bester Freund und fuhr allein nach Haus. Und ich konnt's nicht verstehen, für mich war alles aus. Wo war du, Angelo? Er war der Nachbarjunge, den man gerne mag. Und viel zu früh kam für ihn dieser eine Tag, wo er die Sonne morgens nicht mehr sah. Ich liebte Angelo. 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 Schon viele Jahre ist es nun her, weiter zu leben war für mich schwer. Doch Liebe ist stark. Vergesse dich nie, mein Freund, bis zum Ende der Welt. Lächeln fällt schwer, dein Blick, der scheint leer. Nur Tränen und Schweigen, es stimmt mit uns beiden seit Tagen nicht mehr. Sag ein ehrliches Wort, wenn's auch wehtut, du willst fort. Und ich ahne es schon längst, dass du an einen seinen Namen genannt und du suchtest im Schlaf seine Hand. Meine Liebe hielt seiner nicht stand. Ist es wirklich schon zu spät? Komm und gib mir den Hauch einer Chance, denn ich frag mich, für wen und für was lieb ich, wenn ich dich verlieb, wohl für immer dich. Ich bin nicht aus Stein, lass mich nicht allein. Dich ewig zu lieben und nie zu belügen, hab ich mir erträumt. Und dein wildes Gefühl, war das alles nur ein Spiel? Sag mir, was ist schuld daran, wenn ich dich nicht mehr halten kann? Schlaf seinen Namen genannt und du suchtest im Schlaf seine Hand. Meine Liebe hielt seiner nicht stand. Ist es wirklich schon zu spät? Komm und gib mir den Hauch einer Chance, denn ich frag mich, für wen und für was lieb ich, wenn ich dich verlieb, wohl für immer dich verlieb. Thank you.
Georg, jetzt bin ich in einem Weltladen. Sieht ja irre aus, was hier ist. Hallo, liebe Frau Meier, ich grüße Sie. Schön, dass Sie uns empfangen. Dürfen wir mal stören bei Ihrer Arbeit? Ja, sicherlich. Yes. Frau Meier, ich habe gerade unseren Zuschauern schon erklärt, das sind also als Länder, die ihre Produkte auf dem klassischen Weltmarkt überhaupt nicht verkaufen können, weil sie zu teuer sind. Weltläden kaufen etwas teurer ein und bieten es dann zum Beispiel in Deutschland oder in Fridolfing an. Ist das richtig? Fast ist es richtig. Die Weltläden, die bieten das zum einen fairen Preis an, dass die Bauern, die diese Produkte produzieren, oder auch das Kunsthandwerk, was in zum Beispiel Afrika produziert wird, zu fairen Preisen abgekauft werden. Zu fairen Preisen heißt, dass die Leute von ihrer Arbeit leben können. Das ist genau richtig. Also mit Spenden und mit Wohltätigkeiten kann man zwar helfen, aber es ist keine Dauerlösung. Das ist keine Dauerlösung. Man kann helfen dadurch, aber es hilft nicht, Spenden für, ich sage jetzt mal, Maschinen, Werkzeuge in die dritte Welt zu liefern und nachher bei den Produkten zu sagen, diese Produkte sind mir zu teuer, ich kaufe bei Aldi ein. Ja, das liegt ja nahe, ne? Das liegt ja nahe. Viele Leute machen das so. Spenden, kriegst guten Gewissen, aber die Produkte kaufen wollen sie dann nicht. Obwohl das sehr hochwertige Produkte sind. Sind meistens Bioprodukte. Jetzt haben Sie natürlich auch Nebenkosten hier im Laden. Ladenmiete, Strom, Heizung. Sie machen es auch nicht umsonst oder ist es alles Freiwillige? Doch. Also unsere Mitarbeiter sind alle ehrenamtliche Mitarbeiter. Und wir haben das Glück, dass wir unter der Kirche ein Mädchen gefunden haben. Das heißt, wir zahlen jetzt hier keine Miete. Ein wesentlich größerer Weltladen in Laufen, der ist selbstständig, der zahlt Miete, der kann die Einkäuferin bezahlen, aber die Verkäufer sind alle ehrenamtlich. Wie kommen Sie jetzt persönlich an diese Produkte? Es gibt Weltläden, Großhändler, das zum Beispiel der DBP ist, oder hier der El Puente, oder das Fairhandelshaus Bayern, das vertreibt diese GEPA-Produkte mit diesem Design. Und die bestelle ich und die liefern und die bezahlen wir. Und es ist eine geringe Marge für einen Weltladen dabei. Das heißt, dass ich mein Warenangebot aufstocken kann, dass ich mal was abfangen kann, falls was abläuft zum Beispiel oder so in diese Richtung. Ist mir vollkommen klar. Und wie geht es wirklich technisch? Sie nehmen das Telefon und rufen jetzt diesen Großhändler in Deutschland an? In Deutschland. Selbstverständlich in Deutschland. Ich mache das aber nicht telefonisch, sondern ich mache das im Computer. Ich mache das online. Genau. Also ein Weltladen ist auch ganz modern eingerichtet. Ja, ich mache es privat zu Hause. Sie machen es privat zu Hause. Wir haben zwar einen kleinen Laptop, aber der ist eigentlich mehr, um die Produkte zu registrieren, um eine gewisse Inventur, ständige Inventur zu haben und für die Mitarbeiter, dass sie mal die Preise fallen manchmal runter, dass die ungefähr wissen, okay. Jetzt haben Sie vorhin schon einen großen Discounter genannt. Und ich weiß zufällig, der macht, glaube ich, morgens um 6 auf und macht abends um 20 Uhr zu. Wie sieht es denn da bei Ihnen aus mit den Öffnungszeiten? Also bei uns in Fridolfing sind die Öffnungszeiten etwas mager. Wir haben am Dienstagvormittag offen von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Wir haben am Donnerstag von 16 Uhr bis 19 Uhr offen. Und wir machen zu speziellen Festen, die also hier rund um das Pfarrheim ablaufen. Also ein kleiner Appell an unsere Zuschauer. Weltläden sind überall in Deutschland? Sind breit gestreut. Breit gestreut. Vielleicht schauen Sie mal rein. Herzlichen Dank. Dankeschön. So, die Gemeinde ist zwar nicht allzu groß, aber dafür sehr schön. Und wir wissen ja noch von dem Bürgermeister Schild, der hat uns erzählt, dass hier eine Dorfkirche ist in Fridolfing. Das soll also die älteste bzw. die größte Europas sein und die größte Dorfkirche Europas. Sie steht vor mir, ist natürlich schon ein ganz gewaltiges Ding und ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht und möchte Ihnen ein bisschen was erzählen. Und zwar ist das ganz kurios. Er sagt ja, die größte Dorfkirche Europas. Dabei stimmt das eigentlich überhaupt nicht. Es ist zwar eine Kirche,
Und sie steht auch in einem Dorf, aber es ist leider keine Dorfkirche, weil sie einfach schlicht und ergreifend zu jung ist. 1891 bis 1893 wurde sie gebaut und die klassischen Dorfkirchen, das sind alles Kirchen aus dem Mittelalter. Aber wissen Sie was, wir lassen einfach die Kirche im Dorf und gehen doch einfach mal rüber. Und das ist auch ganz interessant, vielleicht für Sie zu wissen. Sie sehen jetzt, diese Kirche besteht aus Ziegel. Und diese Ziegel habe ich natürlich nicht gezählt, aber man hat mir gesagt, es sind, sage und schreibe, 7.250.000 von diesen Ziegeln hier an dieser Kirche verbaut worden. Damals hatte man hier in Friedolfing neben diesem Gebäude eine eigene Ziegelei, das ist natürlich ganz klar. Sollten Sie sich fragen, was das gute Stück gekostet hat, kann ich Ihnen auch sagen, ungefähr 230.000 Mark. Das war ungefähr der Gegenwert von 10 Bauernhöfen mit jeweils 30 Hektar. Und das Allertollste ist, 7.000 Kubikmeter Erde wurde hier rausgeholt, damit das Fundament hier reinpasst. Und das haben also die Friedolfinger alle mit Schaufel und Spitze ganz alleine fertiggebracht. So, jetzt habe ich Ihnen ein bisschen erzählt, wie es draußen ausschaut. Und ich treffe mich jetzt mit dem Pfarrer Westermeier hier vom Portal. Ich hoffe, er ist schon da, aber ich glaube schon. Und dann geht es weiter nach innen. So, da steht er. Der Pfarrer Westermeier in seiner wunderschönen Soutane. Grüß Sie ganz herzlich willkommen bei uns in der Pfarrkirche von Friedolfing. Freut mich, dass Sie da sind. Klasse, wunderbar. Ja, liebe Zuschauer, das ist er, Pfarrer Westermeier. Und er ist so lieb, hat sich ein paar Stunden Zeit genommen für uns heute und zeigt uns mal die Kirche von innen und erklärt uns ein bisschen was. Okay? Einverstanden? Herzlich willkommen. Danke. So, Herr Pfarrer Westermeier, den ersten Eindruck, den ich hier habe, ist, das ist schon mal sehr schön, wunderschön, aber es ist irgendwie kalt hier drin. Ja, das gebe ich zu. Kann das sein? Ja, es ist ein bisschen schwierig, diese riesige Kirche zu heizen. Allerdings kann man dann auch sagen, im Sommer, wenn es draußen 40 Grad im Schatten hat, dann haben wir da herin noch angenehme Temperaturen. Das ist auch wohl wahr. Ne, ist ja draußen ist ja jetzt Gott sei Dank Frühling. Und wenn man hier reinkommt, ist es wirklich doch angenehm. Es ist nicht, dass man hier einen dicken Mantel anziehen muss. So ist es ja nicht. Ich würde es Ihnen allerdings um Weihnachten herum schon empfehlen, mit einem dicken Mantel zu kommen. Da kann es schon sehr kalt werden hier herin. Jetzt muss ich Sie mal fragen. Das nennt sich doch Altar, ne? Nein, das ist eine Kanzel. Das ist eine Kanzel. Also so gut bin ich auch nicht. Aber die Heiligen, die da dran sind, die kenne ich alle. Die Propheten, ja. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Abadja, Jona, Micha und wie sie alle heißen. Das habe ich mal gelernt. Echt? Ja, das habe ich mal gelernt. Ein bisschen was hängen geblieben von der Schulzeit. Schön. Aber das sind ja die vier, ne? Ja. Mhm. Es ist so, dass man obendrauf dann noch die vier Evangelisten sieht. Und es ist so gedacht, dass ja die Kanzel dazu gehört, um das Wort Gottes zu verkünden. Mhm. Von dort oben wurde gepredigt und im oberen Teil, wo obendrauf dann noch Jesus Christus als der Kirchenlehrer überhaupt, als der Lehrer der ganzen Menschheit sitzt, so sind die vier Evangelien unten drunter, um dieses Wort Gottes von Jesus uns nahe zu bringen. Und das Ganze ist gegründet auf das Fundament des Alten Testamentes. Mhm. Und deswegen sieht man hier die Propheten des Alten Testamentes. Und von dort aus wird nachher den Menschen das Wort Gottes verkündet. Aber wissen Sie, was ich hier auch sehe? Das ist hier irgendwie so ein Touch Österreich. Kann das sein? Ja. Wenn man nach vorne schaut, merkt man es, dass zum Beispiel die Herz-Marie- und Herz-Jesu-Statue hier sind, die zeigen ganz stark, dass wir irgendwann einmal zu Österreich dazugehört haben. Und es sind ja nur ein paar Meter bis Österreich. Ja. Ne? Also wenn man da hinten über den Fluss drüber geht, hinterhalb der Kirche, über die Salzach drüber, dann steht man schon mitten in Österreich, im Salzburger Land. Mhm. Gehen wir mal ein bisschen weiter? Ja, gern. Doch heute ist so ein ganz besonderer Tag. Da liegt was in der Luft, so könnte es bleiben. Denn alles ist genauso, wie ich's mag. Was soll ich sagen, kann's ja selbst kaum glauben.
unverschämt gut drauf. Ich lass es so, wie's läuft, ganz einfach laufen. Egal was kommt, ich freu mich schon drauf. Hab heute ein Straßencafé-Feeling einfach so. Bin in Gedanken tief im Süden. Straßencafé-Feeling einfach so. So ungezähmt romantisch, so wie heute, hab ich die City nie zuvor gesehen. Und überall nur gut gelaunte Leute, die sich auch völlig blendend gut verstehen. Ich hätte nichts dagegen, setz meine rosa Brille nicht mehr ab. Ich rufe laut hinaus, so schmeckt das Leben, und lauf mit einem Grinsen durch die Stadt. Hab heute ein Straßencafé-Feeling einfach so. Feeling einfach so. So, jetzt haben wir natürlich auch da wieder was ganz Interessantes, hochaktuelles. Ein Taufbecken. Ja. Ist das richtig? Ja, das ist Herr Pfarrer, ein Taufbecken. Ist das ein Taufbecken? Ja. Darf man anfassen? Natürlich. Ja? Wir feiern hier einmal im Monat. Feiern wir hier Taufe. Es geht leider nicht öfter, weil zu unserem Pfarrverband insgesamt 14 Kirchen dazugehören. Und so haben wir einfach einmal im Monat einen festen Termin, an dem dann halt die Kinder hier im Friedolfing an diesem Taufbrunnen getauft werden. Mit anderen Worten, Sie haben noch mehr Kirchen zu betreuen. Allerdings, ja. Wie viel? Insgesamt sind es 14 Kirchen und da kommen aber noch einige Kapellen mit dazu. Aber eine schöner wie die andere. Und vielleicht haben Sie mal Zeit, dass Sie mal hier in der Gegend ein bisschen spazieren fahren, ja, und sich die ganzen Kirchen anschauen. Ja, sicher. Nicht uninteressant für unsere Zuschauer. Aber sprechen wir da von Priestermangel? Ich würde jetzt nicht Priestermangel dazu sagen. Ich würde einfach sagen, wir müssen ein kleines bisschen umplanen, umdisponieren. Denn viele Aufgaben, die die letzten Jahrzehnte Priester oder die hauptamtlichen Mitarbeiter innehatten, sind eigentlich Aufgaben, die die Laien haben. Und die wurden ihnen sozusagen von uns weggenommen. Also wenn ich schaue, die Erstkommunionvorbereitung zum Beispiel, die lag schon immer in den Händen der Eltern. Mhm. Und das soll ja auch wieder so werden, dass Eltern mithelfen, dass unsere Kinder in den Glauben hineinwachsen. So, jetzt gehen wir wieder weiter auf Ihrem roten Teppich. Das Prunkstück ist natürlich zu sehen, wunderschön, der Hochaltar. Ja. Dazu können Sie uns wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erklären, als wie ich das jemals könnte. Ja, da gäbe es einen Haufen zu erzählen. Das erste, gehen wir mal Sie wohnen, ja, Sie wohnen wahrscheinlich in einem normalen Einfamilienhaus und ich bin ganz ehrlich, es fällt gar nicht auf, wenn man näher rankommt. Dieser Altar ist wahrscheinlich höher als Ihr Haus zu Hause. Es ist ja so, dass wir in der Fastenzeit alles zurückfahren. Und man merkt es auch an den Bildern. Hier haben wir den gegeißelten Heiland Jesus und dort drüben die Mutter Gottes, der ein Schwert durchs Herz hindurchgeht. Aber man kann diese Bilder auch drehen. Vielleicht sollten wir uns das einmal anschauen, dass man merkt, was da eigentlich alles versteckt ist. Darf ich mal? Ja, natürlich, gerne. Das habe ich im Leben noch nicht gemacht.
Und auf der anderen Seite sieht man dann, was diesen Altar noch ausmacht. Die biblischen Geschichten. Hier sieht man zum Beispiel das Brotwunder. Jesus macht für viele tausend Menschen Brot und Fisch. Der kleine Junge bringt eben diese Brote und die Fische. Jesus segnet sie und sie reichen für viele tausend Menschen. Das sind einfach schöne Geschichten, die uns daran erinnern sollen, dass es Gott gut mit uns meint. Aber dieses Bild wird nur gezeigt in der Nicht-Fastenzeit. Genau, also in der Jahreszeit, die also sozusagen die grüne Zeit ist, in der Osterzeit und um Weihnachten. Und in der Fastenzeit fahren wir alles zurück. Alles zurück? Da machen wir es alles einfacher. Und jetzt haben wir wieder Fastenzeit. Genau. Die Uhr ist umgestellt. Ja. Fastenzeit. Vor vielen Jahren haben sie sich geliebt und all die Tiefen stets gemeinsam besiegt, waren voll Mut und fühlten sich gut. Sie hatten nie viel Geld, doch das war egal. Ihr Motto hieß, gemeinsam durchs Tal, einfach los. Die Sehnsucht war groß. Kein Berg war für sie zu hoch. Die Ziele niemals zu fern. Gemeinsam statt einsam. Die Zeit verging, doch auch heute ist noch klar. Die beiden sind ein glückliches Paar, noch verliebt. Den Alltag besiegt. Kein Berg ist für sie zu hoch. Kein Ziel ist jemals zu fern. Und jeden Schritt, den sie gehen ihn gern. Und sie kämpfen für ein Leben zu zweit. Und sie spüren, für die Liebe ist kein Weg zu weit. Was manchmal auch nicht ganz leicht, zum Verzeihen hat's immer. Das Gleiche haben wir hier herunten. Das kann man einfach, diese Bilder, auf die Seite schieben. Das Antipendium kann man einfach zur Seite rücken. Ich zeige es Ihnen mal. Für uns wird der Altar gerückt. Aha. Aha. Kann man einfach aufschieben und unten ein Wunder nach dem anderen. Also es ist wirklich schön anzuschauen. Auf dieser Seite sieht man das Opfer von Kain und Abel, während bei Abel
die Flamme nach oben schlagen und der Rauch aufsteigt, ist auf der anderen Seite dieses Opfer des Kain zu sehen. Mhm. Da drückt es den ganzen Rauch runter. Mhm. In der Mitte schließlich sieht man das Opfer des hohen Priesters Melchisedek, der der Erste war, der Gott Brot und Wein gebracht hat. Und man merkt, die Soldaten verneigen sich, mhm, vor diesem großen König und Propheten, weil er derjenige ist, der gesagt hat, dass Gott ein ganz wichtiger, ein besonderer ist. Mhm. Und hier schließlich haben wir das Opfer des Abraham. Er will seinen Sohn Isaak Gott opfern und zum Glück greift im letzten Moment der Engel ein und hält ihn davon ab, diese Dummheit zu begehen. Ja. Und Gott schenkt nachher noch einem Widder, man sieht ihn rechts unten, wie er sich verhängt hat, dort in dem Gebüsch, dass statt seinem Kind dieses Schaf geopfert wird. Denn Gott ist ein Gott, der die Menschen liebt und er möchte nicht, dass eines seiner Kinder stirbt für ihn. Mhm. Auch genauso wie dieses Bild, was ich da gerade drehte, diesen Blick hat mich nur in der klassischen Nicht-Fastenzeit. Ja. In der Fastenzeit Türe zu. In der Fastenzeit einfach einmal angeschoben. Ja, lieber Pfarrer Westermeier, erstmal herzlichen Dank. Wir dürfen uns verabschieden. Und wir werden vom Team her, wie gesagt, schon mal wiederkommen, wo Sie gesagt haben, hier gibt es so viel zu gucken, hier gibt es so viel zu sehen. Das würde mich wirklich freuen. Ja? Ich wünsche Ihnen auch alles Gute, auch allen Zuschauern wünsche ich alles Gute, Gottes Segen. Und vielleicht sieht man Sie tatsächlich einmal hier bei uns in Fridolfing, in der größten Dorfkirche von Europa, hier in Maria Himmelfahrt. Das würde mich wirklich freuen. Danke. Wir kommen auf jeden Fall mal wieder und wenn Sie Lust haben, kommen Sie auch hier hin. Die Sendung ist leider zu Ende. Ich darf mich bedanken bei der Gemeinde Fridolfing, bei Herrn Bürgermeister Schild, beim Herrn Pfarrer Westermeier und den vielen anderen, die mitgewirkt haben und mitgeholfen haben. Bei Ihnen darf ich mich natürlich bedanken fürs Einschalten und wünsche Ihnen alles Gute, bis wir uns zum nächsten Mal gesund und munter wiedersehen. Servus für Gott und machen Sie es gut.